Hallöchen, Muchachos! Hier sind wir wieder, eure Losers. Ich bin der Deko und wir melden uns zurück mit einem brandaktuellen Loser Skin Spotlight. Und zwar haben wir hier Guardian of the Sands Ramos. Puh! Mit von der Partie ist natürlich wie immer der Barbossa. Jawohl, Deko hatte vor ein paar Sekunden erst seine tägliche Crackdosis, deswegen ist er ein bisschen überdreht. Genau, und der Rudolf ist auch dabei. Was heißt denn hier Crack, alter Crystal Meth? Ja, ich finde, der Skin sieht richtig geil aus, ist schön bunt. So wie damals, ich glaube, damals in Ägypten mäßig-däßig wurden Skarabäus so angemalt, damit die cool aussehen. Ungefähr so nach dem Ding. Ich finde, der Skin sieht schon ziemlich cool aus. Ist auf jeden Fall so Skarabäus, Ägypten-mäßig, das passt. Und ich würde sagen, wir gehen direkt mal weiter zu den Emotes. Also das ist so eine Art Skarabäus, aber irgendwie mit, was ist das, eine Sichel am Kopf? Sieht aus wie ein Horn. Mabossa hat sich gerade nochmal bei Wikipedia erkundigt, wie ein Skarabäus aussieht, Mr. Professor der Biologie. Und weiß jetzt, dass das nicht zum Skarabäus gehört. Das gehört nicht zum Skarabäus, genau. Das sieht aus wie so ein Nashornkäfer, genau. Er muss das nochmal erwähnen, der Streber. Leute, er hat sogar so rote Augen, sehe ich gerade. Pat, sieht cool aus. Also jetzt zu den Emotes. Fangen wir an mit dem Taunt. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Gehen wir zum Joke. Was ist da los? Gehen wir zum Dance. Ja, okay, der hat normalerweise auch keine Vertonung. Und die Lache. Was ist da los, Muchachos? Anscheinend, also ich dachte, bei Skins ist es ja öfter mal so, dass die Emotes noch nicht vertont sind. Aber wenn es jetzt beim Classic Skin auch noch nicht vertont ist, könnte es sein, dass es da beim Classic eine Aktualisierung geben wird. Sind die Losers die Ersten, die das wissen? Wer weiß. So, dann gehen wir mal zu den Skills über, Muchachos. Und zwar zum Q. Und wenn ihr ganz leise seid, hört man so ein... Aber ich weiß nicht, ob es wirklich so ist oder ob du es nur hörst, weil ich sage, dass es da ist. So, als wenn so Flügel flattern, denkt man, dass es sich so anhört. Aber man weiß es nicht. Ja, warte, 2, 1. Doch, da ist was. Irgendwas ist da. Irgendwas ist da. Wir müssen uns so mal einen Audio-Experten raussuchen, der das macht. Der Wehe sieht komplett gleich aus. Beim Taunt können wir, denke ich, auch nicht viel erwarten. Und jetzt kommt die Ulti. Die Ulti haben wir selber noch nicht gesehen. Nee, was werden Neues wir was? Werden wir etwas Neues sehen? Was? Also da hatten wir jetzt gehofft, dass es da noch was Neues gibt. Aber leider komplett gleich. Allerdings wird der Skin 975 RP kosten. Das heißt, sie überarbeiten nicht alles. Sie haben sich beim Skin schon ziemlich krasse Mühe gegeben. Und ausnahmsweise hat dieser 975 RP Skin auch eine neue Backport-Animation, die wir euch jetzt zeigen. Wo ist der los? Der Classic Ramos, der gibt sich richtig Mühe. Der, wie sich dieser dicke, schwerfällige Ramos in die Lüfte erhebt und wegfliegt. Und wieder zurück in der Partie, dann muss ich mich töten lassen. Nein! Greif mich an! Töte mich! So, stirb! Was? Wo ist deine Leiche? Da ist er, also ich sehe sie. Ich sehe sie, er ist einfach nur platt auf den Boden gefallen. Da sieht man nochmal die roten Augen. Muchachos, das war Guardian of the Sands Ramos, 975 RP. Mal gucken, wie sie die Emotes noch vertonen. Mal gucken, ob noch neue Emotes kommen beim Ramos. Und reingehauen, bis zum nächsten Mal. Däumchen nach oben. Ciao, ciao.